Hallo zu Backen und Kochen mit Stefan. Ja, diesmal Canapés. Ja, eigentlich wollte ich davon kein Video machen, weil viele Zutaten oder alles ist fast gekauft. Einige Sachen machen wir aber selber. Und ja, ich denke, es geht auch ein bisschen mal um das Anrichten, was man machen kann. Ich werde jetzt erstmal 5 verschiedene Sorten machen, gleichzeitig in dem Video. Später kommen noch welche dazu. Das sind so, ja, ich denke mal so ein bisschen die Standards, und später kommen vielleicht noch ein paar ausgefallene dazu. Aber erstmal diese hier. Das Wichtigste dafür ist schönes Stangenbrot. Und ja, daraus machen wir jetzt die Canapés. Einmal mit Lachs, einmal mit Tartar und noch ein paar andere. Lasst euch überraschen. Viel Spaß beim Video. Ja, für das erste habe ich natürlich schon ein bisschen was vorbereitet. Das gibt ein Lachs-Canapé, also fein geschnittenen, aufgeschnittenen Lachs. Das ist Bio-Qualität. Natürlich mein Stangenbrot, frisch gezupfte Salatherzen. Dann brauche ich etwas Dill und etwas Remoulade, einmal im Spritzbeutel und einmal so zum Beschmieren. Das ist keine selbstgemachte Remoulade, weil ich keine Zeit mehr dafür hatte, aber ansonsten mache ich die eigentlich immer selber mit Mayonnaise, Dill, Gewürzgurken, etwas Wasser von der Gewürzgurke und schon habe ich eine Remoulade, also auch keine Hexerei. So, mein Brot, ihr hört, das ist schön kross. Leicht schräg. Ja, die Brotscheiben werden jetzt ganz einfach mit Remoulade bestrichen. Nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Muss ja ein bisschen nach was schmecken. Wir haben ja relativ dicke Brotscheiben. Darauf etwas Salat. Schauen wir mal, dass wir das so ein bisschen verteilt kriegen, und wenn das in der Remoulade ist, dann verrutscht das auch nicht so leicht. Seht, ich habe von den Salatherzen, von den größeren Blättern, habe ich den Strunk rausgeschnitten. So, da haben wir schon mal den Salat da drauf liegen. Jetzt rollen wir unsere dünnen Lachsscheiben ein wenig ein. Super simpel, ich weiß, aber so, jetzt an eine Seite noch mal so einen kleinen Tupfer Remoulade, da rein immer noch so ein kleines Ästchen mit Dill, so, wenn das nicht lecker aussieht, dann weiß ich auch nicht. Wenn wir zum Anrichten, kommt es bei mir auf so eine Platte drauf. Und da ist 12 Stück oder 15 Stück mit 3 verschiedene, 15 Stück, 5 verschiedene Sorten, 3 Stück. Und die 2 kriegt gleich meine Frau zum Essen. Aber erstmal schon mal, die sind fertig hier auf der Platte, und dann kommen wir gleich zum nächsten. Ja, für die nächsten 3 nehme ich gesalzene Butter, bestreiche die. Darauf wieder den Salat. So, dann habe ich hier Presso mit Wildkräutern. Der kommt in einen Spritzbeutel.
Scheibe, eine halbierte Scheibe, Tomate. Also ich habe jetzt hier so Cherry-Tomaten genommen. Und dann habe ich noch ein bisschen frische Petersilie. Schon ist das nächste fertig. Wie gesagt, das ist keine hohe Kochkunst, geht einfach nur darum, euch mal zu zeigen, was man machen kann. So, die nächsten drei sind angerichtet, fertig. Ja, dann haben wir die nächsten drei wieder mit Butter bestreichen. Ja, dann habe ich hier so drei Scheiben Schweinebraten. Darauf kommt wieder etwas Remoulade. An die Seite setzen wir noch eine ganz dünne Scheibe Kirschtomate. Das Ganze wieder mit etwas Petersilie garnieren. Dann können wir die auch anrichten. So, die ersten drei Sorten sind fertig. Jetzt geht's weiter, aber jetzt machen wir einiges noch selber. Das heißt Tatar, da habe ich Schweinefilet gekauft, ein kleines Stück. Und das werden wir jetzt fein hacken und selber machen. Und dann machen wir auch noch einen kleinen Fleischsalat selber aus Leberkäse. Ja, ich habe hier ein schönes Stück Rinderfilet, daraus mache ich meinen Tatar selber. Ihr könnt das natürlich auch durchdrehen lassen und es muss auch nicht unbedingt Rinderfilet sein. Ich schneide das jetzt erst hier in so schmale Streifen. Ich zeige das mal hier, wie ich das so meine. Vorteil hiervon ist, dann hat man noch ein klein bisschen mehr Biss, meiner Meinung nach. Aber das ist hier, das muss nicht sein. Ja, einmal so. Dann das Ganze nochmal. Und dann schön fein hacken. Gutes Fleisch vom Metzger gewesen, aber ein Endstück vom Rinderfilet und dann war es auch nicht ganz so teuer. Die meisten möchten ja aus der Mitte geschnitten haben und für sowas bietet sich dann auch schon mal so ein Endstück an, wenn man es selber machen will. Seht, schön fein gehackt. Das mache ich jetzt mit dem restlichen Fleisch auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe meine Baguette-Scheibe schon abgeschnitten. Mein Tatar ist gehackt. Da kommt jetzt rein etwas Pfeffer, frische Mahl, etwas Salz. Normalerweise Ei, Sardelle, und kapern, aber rohes Ei möchte ich nicht, das mache ich gleich anders. Dann kommt auf die Baguette-Scheiben etwas Remoulade. Hierfür sich eigentlich auch Kopfsalat an.
Aber ich muss gestehen, ich habe keinen ordentlichen Kopfsalat bekommen. Deshalb muss es hier die Salatherzen sein. Kein Problem, geht natürlich auch so. So, jetzt habe ich hier hart gekochte Eier. Eine dünne Scheibe mitten drauf. Darauf kommt jetzt so eine Kugel oder ja, Bulettenform Tatar. Dann habe ich hier feine Schalottenringe. Ja. Dann nochmal frisch gemahlenen Pfeffer darüber. Ein klein wenig Salz. Und ich weiß, es mag nicht jeder, aber es gehört dazu. Kapern. Jeweils eine Kaper obendrauf. Eine lässt sich auch verschmerzen. Auf Sardellen verzichte ich in dem Fall. Die Menge ist zu gering. Wenn ich da jetzt noch eine Sardelle drauf knalle, je nachdem wie salzig, wie scharf die ist, selbst wenn ich nur eine halbe oder eine Viertel nehme, lässt sich also mit Salz und Pfeffer etwas besser handhaben. Ja, die drei sind dann auch fertig. Packe ich zu den anderen und dann kommt, glaube ich, schon die letzte Sorte. Genau. Ja, für die letzte Sorte habe ich hier so Leberkäseaufschnitt. Den schneide ich mir in feine Streifen auch. Eine extra Schüssel. Da rein einen Löffel, einen halben Löffel Mayonnaise. Eine Gewürzgurke. Dann gebe ich noch ein klein bisschen Gurkenwasser dazu. Etwas Pfeffer, aber kein Salz mehr. Meiner Meinung nach ist der Leberkäse schon salzig genug. Ja, wie gehabt, die Baguette-Streifen diesmal wieder mit gesalzene Butter. Jo, wie gehabt, Salat. Dann brauchen wir wieder die hart gekochten Eier. Und wenn mir mal einer was Gutes tun will, der schenkt mir mal einen Eierschneider. Ich habe jetzt letztens einen gesucht und keinen gefunden. Ich glaube, ich muss noch mal intensiver suchen. Drei Scheiben. Darauf ein klein wenig Salz. Darauf kommt der Fleischsalat. So, und zum grünen Abschluss nochmal ein Stückchen Tomate. Und ein schönes Blättchen Petersilie. Ja, das waren die letzten drei. Sieht ja auch lecker aus und ist mit Sicherheit auch lecker. Eins kann ich euch jetzt schon sagen, die Sachen werden jetzt hier nicht probiert
muss mal ein klein bisschen Platz schaffen, glaube ich. Ich gehe jetzt gleich in der Nachbarschaft rum, die verteilen. Und werde euch dann hinterher sagen, vielleicht kann ich das auch filmen, ich weiß nicht, ob die Leute was dagegen haben. Aber auf jeden Fall werde ich euch dann mitteilen, wie es geworden ist oder wie es angekommen ist. Wobei, mal ganz ehrlich, wer das hier nicht gut findet, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es ist nicht die Riesenkochkunst, einfach mal zu zeigen, was geht, wie es aussehen kann, wie einfach und schnell das auch gemacht ist. Und jeder auf einer Party, der sowas bekommt, der freut sich fürs Auge und für den Mund. Dann sage ich einfach, macht's nach, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.